Hey, good morning, ihr Hübschen. Hallöchen, willkommen zu einer weiteren Folge Ranch Simulator. Und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo ich letztes Mal stehen geblieben bin. Schon wieder eine Weile her, ist auch einmal ausgefallen, ne? Aber ja, die Zeit drängt. Was soll ich euch sagen? Die Zeit drängt. Das kann schon öfter mal sein, aber ich bleibe auf jeden Fall dran, ne? Schaut halt immer mal wieder vorbei und es wird schon neue Folgen geben. Nur aktuell, ich habe wirklich so viel gerade zu tun, dass es denn mal vorkommen kann, dass da auch mal was ausfällt. Gut, schaut mal hier unsere Ziegen. Allen geht's gut, gehe ich mal von aus. Und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo ich letztes Mal stehen geblieben bin. Ich glaube, ich wollte halt noch mal schauen, ob das, unser Essen hier im Angebot ist, ne? Was ist denn das? Der Kanister liegt hier rum. Ja, wir wollten tanken, ne? Das habe ich aber auch vergessen in der einen Folge. Ich wollte doch tanken. Was ist denn los mit dir? Die Grafik? Sieht wirklich auf High? Episch, ja. Episch. Oh, ich bin hier irgendwo gegengefahren. Sichtfeld. Ach, schaut mal, ich kann das Sichtfeld umstellen. Ich habe auch noch nicht gesehen. Fortgeschrittene Pferdemähne. Gamma hatte ich hochgestellt, ne? Wegen Nacht und so. Anwenden. Trotzdem ist die Grafik, naja. Egal, reden wir nicht drüber. La 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 la. Kann mich nicht auch ranfreuen jetzt. Upsi. Hui. Okay, also, wir fahren jetzt wieder zum Burgerladen in der Hoffnung, dass da endlich mal Buletten oder irgendwas im Angebot ist. Und tanken, 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 tanken. Schaut mal, das sieht schon gut aus hier, ne? Schweinefrikadellen! Ja, die Schweinefrikadellen sind im Angebot. Aber ich glaube, der zeigt hier gerade nicht alle an. Da müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen, ne? Hier, Schweinefrikadellen. Da haben wir einmal mit Ei, da haben wir ohne. Also wir verkaufen die hier natürlich. Die hier. So, was hatten wir noch? Blauschimmelkäse haben wir ja noch nicht. Wir haben ja nur den Ziegenkäse, ne? Was? Lass mal kurz gucken. Das ist der Ziegenkäse. Also, jetzt müssen wir natürlich. Ich glaube, die hier oben drauf sind, die ist jetzt leer. Das ist Wurst. Stellen wir mal hier hin. Hier haben wir nochmal Frikadelle. Die müssen wir halt alle frisch nochmal anfassen. Das ist Wurst. Schweinefleisch, Schweinefleisch. Wurst, Schweinewurst, Frikadelle. Ist das jetzt Frikadelle hier? Ja. Dann haben wir hier nochmal Frikadelle. Darunter ist, nee, ist Wurst, alles Wurst. Hier ist nochmal Frikadelle. Frikadelle. Da können wir gut verkaufen. Frikadelle. Okay, Wurst. Ja. Gehen wir nochmal rein. Hier, geil, oder? Das scheppert jetzt hier so richtig rein. Alles Frikadellen hier. Cool. 8.629. Geil, das Scheiße. So, kriegen wir das jetzt aber alles hier wieder rauf? Haha. Die Frage der Fragen. Fangen wir mal an. Jetzt müssen wir ein bisschen basteln hier. Stellen wir erstmal hier hin. Ist ja wurscht, ne? Vielleicht sollte ich mal die Wurst auf der einen Seite stellen, die Frikadelle auf der anderen oder so. Gucken, ob wir die jetzt alle mitkriegen. Aber dann kann ich wieder schön schlachten. Können wir noch mehr Wurst machen.
Ja. Und wahrscheinlich komme ich jetzt auch an den Punkt, wo ich langsam so doch mal endlich Kühe holen kann. So. Das andere ist alles voll gewesen, ne? Ja. Hey, cool. Na dann, auf hier. Nee, halt. Wir brauchen den Kanister noch. Lass jetzt auch den Kredit mal Kredit sein. Ich zahle den nicht gleich aus. Oder löse den aus. Wir fahren jetzt erstmal tanken. So, first. Nium. Gut. So, einmal tanken bitte. Machen wir das Ding natürlich auch voll hier, ne? Zack, zack. E hineinlegen und E tanken. Jo. Dann nehme man das Ding, stelle es wieder hier oben rauf. So, das machen wir mal zu. Joa, und jetzt nehmen wir nochmal das Teil und stecken es da rein. Nein, das war falsch. Hä? Jetzt hat das genommen. Okay, sind wir voll getankt. Wir haben vollen Kanister. Wenn uns natürlich na, hier den Dieselanhänger können wir uns ja auch holen, ne? Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich fahre jetzt gleich nochmal durch zum Shop. Ja, und dann holen wir uns einfach mal die ersten Rinder. Ich glaube, ich hatte den Wagen da stehen lassen, ne? Irgendwie ist mir so. Den Anhänger. Ich habe die Ziegen noch gar nicht gemolken. So. Das müssen wir noch machen. Und, ach du Scheiße. Nee, wisst ihr was? Wir müssen erst nach Hause. Wir müssen erst schnell nach Hause. Scheiße. Wir müssen die befruchteten Eier einsammeln. Wenn ich nicht die alten vergessen habe, einzusammeln, ansonsten haben wir ein Problem. Oder ich habe ein Problem, ihr nicht. Weil ich dann alle Eier durchchecken muss, was da befruchtet ist und nicht. Denn wir wollen ja auch irgendwann mal Hühnerfleisch haben. Schnell raus aus die Kiste. So, ab zu den Hühnern. Bock, 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 bock. Hallo, ihr Borkis. Ich werde jetzt bestimmt gleich angegriffen. Oh Gott. Hier, schaut mal. Seht ihr? Angriff der Killerhühner. Ist schon mal ein Huhn getötet? Immer noch ein Küken. Hier noch irgendwo ein Küken. Oh, guck mal da. Haben wir auch noch ein Küken. Ist hier noch eins? Ich sehe irgendwie gerade keins. Kann das sein? Ich muss hier nur weg. Ich werde angegriffen. Hilfe. Cool. So, und dann gehen wir noch ganz schnell melken und dann holen wir uns die Kühe. So. Die Fleischkühe. Wo ist denn hier meine Mary?
Das ist Elsa. Elsa können wir ja aber auch schon melken, ne? Dürfen wir ja auch nicht vergessen hier. So, komm mal her, Elsa. E. Danke, Elsa, für die Milch. Wo ist Mary? Mary! Das ist Jerry. Jerry, dich wollte ich nicht. Kannst weitermachen. Hier ist Mary. Mary ist schon wieder trächtig. So, komm mal her, meine Süße. Mmh, yummy, yummy Milch. So, hineinlegen. Wie viel Milch? Oh, ist voll. Ne? Genau, ist auf jeden Fall voll. Können wir hier zack, schon mal neue Dinge reinmachen. Die nehmen wir mal mit. Stellen wir mal hier hin. Milch voll. So, weiter geht's. Wir haben noch keine Zeit, Leute. Wir müssen Kühe kaufen. Ich nehme alles wieder mit. Ey, haben wir schöne Kühe-Namen? Also ich würde sagen, die Milchkuh nennen wir auf jeden Fall Bertha. Aber eine Milchkuh holen wir ja jetzt nicht, ne? Aber die erste Kuh nennen wir dann Frieda. Genau, die erste Rindskuh, also Fleischkuh, heißt Frieda. Und der Mann dazu heißt keine Ahnung. Ich lasse mir noch was einfallen. So. Machen wir hier langsam ran. Dann können wir mich nicht anhängen. D. Fahre ich mal ein Stückchen vor. So, hier können wir nachher drehen, ne? Zack. Das reicht, glaube ich. Hui. Okay, einmal eine hier. Und dann kaufen wir uns eine Rindfleischkuh namens Frieda. Und damit uns nicht das passiert, was mir mit den Schweinen am Anfang passiert ist, kaufen wir natürlich immer erst eine. Hallo Frieda! Komm mal mit. Komm mal mit Tante Nella. Komm mal mit hier. So, Frieda ist drin. Und jetzt holen wir uns noch das Männchen dazu. In den Warenkorb legen. Zack, Kasse. Wird man saniert auch wieder los, ne? Komm mal her hier. Gustav. Das ist Gustav. Frieda und Gustav. Sehr schön. Hui, habt ihr das gesehen? Aber sind wir noch ein bisschen mitgefahren hier. So, F. So, Frieda. Oh, guck mal, die machen schon Liebe. Nice. Blöder Screenshot. Frieda und Gustav machen schon Liebe. Damit wir viele kleine Kälber bekommen. Nein, 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 nein. So. Miam. Ein Unfall bauen hier mit Frieda und Gusti. Gusti Taffi. Können ja auch Rehe zwischen. Findest du? Gussi, Gussi, Gussi und Frieda. Ja. So, einmal aussteigen bitte.
Spinn's wohl, ihr Hörsterin, mein lieber Freund. Kriegen wir den hier durch? Kriegen wir hier durch. So, jetzt ist halt natürlich die Frage, ab wann sind die denn nachher schlachtreif? Ey, Frieda. Nee. Kommen Sie mal her, hier, junge Dame. So. Hihi. Ja, geil. Schaut mal, jetzt holen wir uns natürlich noch die Ohrenmarken, ne? Müssen die ja auch benennen. Jetzt weiß ich nicht mehr, was die Frieda und Gustav war. Segnete? Also Gustav ist noch da hinten, ne? Deswegen müssen wir das nicht gleich machen. Frieda. Okay. Gustav. Nicht weggelaufen. Gustav. So. Okay. Cool. Würde ich eigentlich mal fertig bauen noch, ne? Aber ich glaube, es bei den. Ich glaube, ich reiße es wieder ab. Das brauchen wir hier gar nicht. Aber die hatten. Die hat da unten einen Euter. Guck mal. Die haben eben Anhänger schon Liebe gemacht, ne? Die ist schon trächtig. Das geht natürlich schnell hier. So, schön. Was meint ihr, ob ich die anderen beiden hier schon wieder melken kann? Ist es schon wieder soweit? Mary, komm mal her, wir testen mal was aus bei dir. Ja. Zweimal geht das, glaube ich. Wo ist Elsa? Nee, das ist Jerry. Elsa? Wir brauchen deine Milch. Sag, du bist nachher eigentlich nur mit den Tieren beschäftigt, ne? Hat man da denn überhaupt noch Zeit, Fleisch und Wurst zu machen? Deswegen denke ich, das ist echt halt eigentlich eher hier wirklich so ein Team-Game. Wisst ihr, was ich meine? So wirklich zu zweit, sag mal. Kann es sein, dass die andere Ziege auch schon erwachsen ist? Müssen wir uns mal morgen genauer angucken. Ich nehme mal die Milch hier mit, ne? Dann bin ich auch mal gespannt, wie lange die Frieda trächtig ist. So, hier kann man Milch machen, schön. Wie geht denn das nochmal? Hinzufügen, hinstellen. Haben wir noch Eichen hier? Nee, Schweinefleisch. Ups, wieder rein, ne? Ja, hier haben wir noch Eier. Eichen. Wochen. Gut. Okay. Ei. Dann noch die Pferde und dann noch die Milchkühe und irgendwann noch die Schafe dazu. Na Halleluja, da haben wir zu tun, würde ich mal sagen. Da haben wir echt mal zu tun. So, ich habe den Wagen jetzt mal hier hingestellt, ne? Dann haben wir hier noch ein paar andere Sachen. Ich immer erst da reinlaufen will. Gucken wir mal. Ja, schaut mal, hier liegen ja nicht. Ich komme hier nicht durch. Hier liegen schon die ganzen Sachen daneben, ne? Nehmen wir den Käse einfach schon mal mit. Hier, zack, Käse rein. Da haben wir auch nochmal Käse. Kann ich denn aus Ziegenmilch auch Quark machen? Wisst ihr das? So. Eichen, hier, ein Eichen. Okay, perfekt. So, die Kiste wollte ich haben. Die sind ja fertig hier, ne? Was haben wir denn hier? Frikadelle. Achso, war schon. Nee, ist noch roh.
So. Ja, einsammeln muss ich auch noch. Ich hänge jetzt erstmal nur schnell. Ach, das ist schon voll. Das ist alles roh hier. Hängen wir nochmal daneben. Hängen wir die mal auf. So. Gut. Dann hole ich mir noch eine Kiste, eine leere. Zack. Und dann sammeln wir mal hier die Wurst ein. Das Ding aber echt nicht in die Hand nehmen und reinlegen, ne? Das ist natürlich super optimal, sag ich jetzt mal. Ach, passt nicht mehr. Ist ja wie bei den anderen Dingern vorhin. Kann man ja schon rausnehmen, ist ja schon fertig, ne? Genauso wie das hier. So. Und so. Perfekt. Dann haben wir hier nochmal Käse. Ich hänge fest. Okay. Stellen wir hier hin, fertig. Zack. Und dann mal nochmal Käse. Zack. Gut, 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 Knut. Und dann haben wir hier nochmal Milch. So, ich will gleich schon fertig machen hier wieder. Ding, Eichchen einschalten. Oh, ist immer noch Milch drin, ne? Da haben wir dann aber viel Ziegenkäse, Leute. So, dann würde ich halt, ich stelle die leeren erstmal hier hin. Das war halt erstmal das Fleisch, was wir noch hier drin haben. Das werde ich noch verarbeiten, ne? Mit euch zusammen. Alles leer hier. Oh, es wird zu dunkel, sehe ich schon. Na, dann, ich gehe jetzt noch Eier einsammeln und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Ranch Simulator. Wir machen Schweinereien. Neuer Name, oder? Nee, alles gut. Lass euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye.